Wir begrüßen euch hier bei der Schenk-Brauchin AG Isergans. Mein Name ist Philipp Hasler und ich bin der Geschäftsleiter der Schenk-Brauchin AG. Die Schenk-Brauchin AG ist 1946 im hinteren Stotz Isergans durch den Max Schenk und den Gottfried Brauchin gegründet worden. Im kommenden Jahr feiern wir das 75-jährige Firmenjubiläum und auf das sind wir brutal stolz. Am Hauptsitz Isergans beschäftigen wir 65 Mitarbeiter und in der Filiale zu Chur rund 25 Mitarbeiter. Die Firma Schenk-Brauchin AG hat in seiner 75-jährigen Laufbahn schon über 400 Lernende in den Beruf Heizungs-, Sanitärinstallateur, Gebäudetechnikplaner sowie Apparate- und Metallbauer ausbilden dürfen. Zurzeit haben wir rund 14 Lernende. Der Fachkräftemangel erschwert unserem Unternehmen den Rekrutierungsprozess, weshalb wir auf die Ausbildung von Lernenden sehr angewiesen sind. Es ist sozusagen ein Eckpfeiler in unserem Unternehmen und wo ein grosses Potenzial mit sich bringt. Wir haben immer wieder Lernende, die in Range gekommen sind. So hat der Jona Volkert im vergangenen Jahr mit der Note 5,4 abgeschlossen. Anschliessend haben wir an die Schweizer Meisterschaft geschickt und hat der Schweizer Meisterschaft den Schweizer Meistertitel feiern können. Auf das sind wir brutal stolz. Ja, ich war 2019 Swisskills und dort Schweizer Meister geworden im Heizungsinstallateur. So, bei der Schenk-Brauchin bin ich bei der Heizungsabteilung drin. Und ich denke, der Weg zum Erfolg ist schweissen. Das handwerkliche Geschick muss schon ein bisschen gegeben sein. Und halt auch ein bisschen der Biss, um etwas zu erreichen. Und im Rechnen sollte man nicht allzu schlecht sein. Das Kopfrechnen braucht man immer auf der Baustelle. Mein Name ist Marcel Wildhaber und ich bin Personalverantwortlicher bei der Schenk-Brauchin AG. An den Standorten Sargans und Chur bieten wir Ausbildungsplätze für Sanitärinstallateure, Heizungsinstallateure und Anlage- und Apparatebauer an. Voraussetzungen, um einen von diesen Berufen zu erlernen, sind handwerkliches Geschick, praktische und technische Fähigkeiten, körperliche Beweglichkeit und Teamfähigkeit. Weiter kann man bei uns auch die Lehre zum Gebäudetechnikplaner, Fachrichtung Heizung oder Fachrichtung Sanitär absolvieren. Dazu sind gute Leistungen in Geometrie, Mathematik und Physik, Freude am technischen Zeichnen, Sinn für technische Details, Organisationsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit gefragt. Wir möchten eigentlich allen eine Chance geben. Wir möchten noch, ich sage jetzt einmal, Schwächern eine Chance geben. Wir versuchen sie auch zu entwickeln in der Lehre bei uns in der Firma, dass sie einen guten Abschluss machen. Ich sage auch mit dem Jona oder jetzt der Roman, der auch dabei ist, jetzt hier bei dem Film, sehr gute Noten, dass sie noch ein bisschen unsere Zug werden in der Firma, dass die anderen auch zu ihnen auffüllen können, ein bisschen. Das Mitzeugen, das ist brutal wichtig. Und wenn man so einen Schweizer Meister bei uns in der Firma hat, ist das natürlich schon super zum Lernen zu rekrutieren. Bei uns ist sicher wichtig, dass wir auch bereits beim Probearbeiten sehen, passt der Lernende in den Betrieb rein, gibt er sich Mühe und was natürlich auch sehr wertvoll sind, sind Zeugnisnoten, die er mitbringt. Teamfähigkeit ist sehr wichtig, weil auf unserem Beruf kannst du selten allein arbeiten. Wenn schwere Boiler oder Heizung musst du reintragen, musst du das Zweite sein, musst du harmonieren können. Und darum ist es wichtig, dass du verstehst mit anderen Leuten. Ja. Zeugnisnoten ist eins, das wir bewerten. Man kann aber eine junge Person nicht nur an dem festmachen, an den Zeugnisnoten, sondern, wie schon gesagt, Probearbeiten ist ganz so wichtig, wie er sich verhält, hat er technische Fähigkeiten. Das ist auch maßgebend. Also ich mache jetzt hier eine Stumpfschweissung. Das ist eine Verbindung zwischen zwei Rohren, die wir noch reinlegen. Das kommt noch ins Gebäude. Das, also in den Betondecken, dass man aufs WC gehen kann, ohne dass man das Haus unter Wasser stellt. Das tun jetzt eigentlich so zusammenschweißen. Der Spiegel hat 210 Grad. Und jetzt tun ich beide Stöcke anwärmen, links und rechts gleichmäßig und nach zusammendrücken. Dass es eine formschlüssige Verbindung gibt. Jetzt muss ich warten, bis das Rohr genug warm ist. Beide Seiten, dass ich es nachher sauber zusammendrücken kann, dass es auch keine Lecke gibt in der Decke. Und aus meiner Sicht ist jetzt das so weit. Ich kann den Spiegel wieder rausnehmen. Jetzt drücken wir das zusammendrücken. Dann habe ich hier ein Kalle, das ist jetzt ein 110er Rohr. Dann muss ich das genug fest zusammendrücken und dann gibt es so eine schöne Schweissnote. Die erste Note war gerne nicht schön. Die hat überall Löcher drin, zu wenig sauber gehobelt und dann noch zu wenig schön gewärmt. Die konnte man nicht brauchen, also die hat der Monteur wieder auseinandergeschnitten. Wenn etwas fragt, reagieren sie ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, was es so immer ist. Wenn mal so etwas ist, wo man wieder flicken kann, geht es relativ gut. Dann hört man mal ein Donnerwetter vom Monteur. Schlimmer ist, wenn man jetzt einen Apparat, einen Hick, reinmacht, dann muss man zum Chef. Und die haben natürlich weniger Freude, weil selbst sind teure Sachen, die kaputt gehen.
Ja, ein Seich kann passieren. Es ist uns ein Seich passiert. Es passiert uns auch jetzt ein Seich wahrscheinlich. Eben dir. Ich bin immer der Typ, der sieht, man muss Fehler machen. Aus Fehlern kann man lernen. Ein Mensch, der keinen Fehler macht, kann nicht lernen. Und darum muss ein Fehler passieren, weil aus Fehler lernt man einfach. Wir sind froh, wenn man die eigenen Leute rekrutieren kann. Ich sage, in Zukunft ist das brutal wichtig. Wir finden momentan keine Leute auf dem Bau. Es ist brutal schwierig, Leute zum Rekrutieren. Und daher ist unser Fokus sehr stark auf die Lehrlingsausbildung, dass man die eigenen Leute ausbilden kann. Für uns ist klar, sie werden irgendwann einmal von der Firma gehen, aber irgendwann kommen sie ja zurück. Und dann ist eigentlich unser Fundament im Unternehmen, die Lehrlinge, die wir ausbilden. Ja, ja, es gibt verschiedene Optionen. Wenn du auf dem Bau bleiben willst, kannst du Chefmonteur und dann den Meister machen. Oder wenn du natürlich wechseln willst, kannst du auch irgendwie Techniker machen oder Planer, Projektleiter. Wenn du lieber ins Büro gehst, also es gibt die ernste Möglichkeiten zum Weitermachen. Mit der Zeit versteht man es. Also hier sieht man jetzt einen Ablauf, der wird noch so vorfabriziert jetzt für uns, dass wir eben noch auf die Baustelle kommen, die Rohmontage oder einlegen auf der Decke können machen, dass wir den und hier direkt so einlegen können und nicht noch zuerst noch müssen fertig machen. Und das wäre jetzt ein Grundrissplan von einem Haus, wo wir dran sind. Also ich habe jetzt je nachdem noch Mühe, was ich muss machen muss, um den Plan korrekt zu verstehen. Aber nach einem halben Jahr hat man es langsam draussen. Man kennt die wichtigsten Sachen, man sieht, wo was dran ist auf dem Plan. Und sonst hat man das Glück während der Lehre, dass man einen Monteur hat, den man fragen kann. Das ist eigentlich... Ja, je mehr man es macht, desto besser lernt man es. Fühlst du dich angesprochen, dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung.